So, da hat mich jetzt mein Laptop komplett mal kurz rausgeschmissen aus dem Internet. Da war ausnahmsweise mal nicht Livestream schuld. Da bin ich wieder. So. Hallo? Hallo, Was ja. ist passiert? Ja, das war jetzt in diesem Fall mein Internet. Hat sich komplett verabschiedet, mal kurz. Ich bin aus allem rausgeschmissen worden, was im Netz ist. Oh Mann, Das heute ist nicht besonders der Tag, oder? kann passieren, ja, gut. Also, wer war dieser Olli nochmal? Mit Olli habe ich doch dieses Jahr diesen fünfteiligen Blog bei YouTube gemacht, Frühstück mit Olli, wo wir vom Eurovision Song Contest berichtet haben. Ach so, ja, das habe ich nicht Ach angeschaut. so. Und da nächstes Jahr ja der Song Contest in Aserbaidschan stattfindet, Ja, genau. überlegen wir, ob wir das eventuell dann auch machen. Okay. Mal gucken. Ja, dann, also mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich freue mich, dass ich gleich drangenommen worden bin. Ich freue mich auch. Okay, dann vielleicht bis zum nächsten Mal und gute Nacht noch. Tschüss, dir auch. Danke, ciao. Ciao. Tja. Spiel Saints Row 3. Na, jetzt gerade ist es etwas schlecht. Aber ich werde es auf jeden Fall mal anspielen. Bei welcher TV-Sendung im Privatfernsehen würdest du gerne mal hinter die Kulissen schauen, um zu erfahren, wie es dort wirklich zugeht? Beim Dschungelcamp. An welcher Sendung hast du dir bisher die Zähne ausgebissen? Ich suche immer noch nach Leuten, die mal von Tine Wittler verarscht wurden. Da würde ich mal gerne mal was zu machen. Kennst du Böse Mädchen auf RTL? Ja, habe ich jetzt auch gehört, dass das angeblich auch alles irgendwie mehr oder minder fake sein soll. Was ich schade finde. Eigentlich fand ich es mal ganz nett. Achso, hier ein Tipp für den Anrufer eben, wegen des Filmes. Forumla.de hat einen Thread, wie heißt noch gleich der Film? Und die Erfolgsquote beim Finden der Filme ist sehr gut. Also Forumla.de ist eine Seite zum Filme finden. Was ist aus deiner Sicht die bescheuertste Übersetzung eines Filmtitels aus der Originalsprache ins Deutsche? Onkel Paul, die große Pflaume. Das ist wirklich der bescheuertste Filmtitel von allen. Welche deutsche TV-Serie ist der letzten Jahre aus deiner Sicht zu früh eingestellt worden? Kriminaldauerdienst. Welche Filmrolle außer James Bond würdest du gerne mal spielen? Filmrolle, ich bin ja kein Schauspieler. Filmrolle spielen. Frank Drebin aus Nackte Kanone. Keine Ahnung. Welche nicht jugendfreien Serien, Gewalt, Sex, Sprache hast du als Jugendlicher angesehen? Es gab zu meiner Zeit keine nicht jugendfreien Serien, glaube ich. Das war alles fernsehgerecht damals und alles jugendgerecht. Kann mich nicht daran erinnern. Das ist ja auch ein ganz toller Name. Aufstieg eines Negerkindes. Na? Wer steckt dahinter? Wer nennt sich so? Hallo? Aufstieg eines Negerkindes. Wo bist du? Ja.
Tja, schade. Wann hattest du deinen ersten Absturz? Meinst du jetzt heute Abend hier oder meinst du in Sachen Alkohol oder was meinst du? Kann man vielfältig verstehen, die Frage. Hallo Johannes. Hallo Holger. Guten Tag. Na, wie geht's deinem iPhone? Gut. Das ist ja wunderbar. Hast du dir schon iOS 5 runtergeladen? Ja. Perfekt. Ah, was hast du so für Apps? Mal umgekehrt, dass du nicht immer mich fragst. Oh, was hab ich so für Apps? Mein Gott, diverse Spiele. Facebook, Twitter, eBay. Was hast denn du für neue Apps auf deinem iPhone? Was heißt neue? Ob die alle so neu sind, weiß ich immer nicht. Ich suche mal, fällt mir irgendwas ein, wo ich denke, gibt es sowas vielleicht als App von der Hanse Merkur zum Beispiel, von meiner Versicherung. Okay. Oder was habe ich denn hier? Was hast du denn zu empfehlen, so Neues? Ich habe mir mal einen Flipper runtergeladen, weil ich dachte, mal ein Flipper-Spiel, aber der ist scheiße. Retro-Pinball, das wird schnell langweilig. Scrabble habe ich mir runtergeladen, das macht Spaß. Okay. Die App ist richtig gut. Wobei, der Computer hat das komplette Wörterbuch gespeichert, den Duden. Das heißt, wenn man gegen Computer spielt, weiß der Computer natürlich andauernd irgendwelche Wörter, die man gar nicht so kennt. Man kennt ja nicht jedes Wort aus dem Duden, ne? Ja. Das hat man immer ziemlich... Es ist nicht so leicht, ihn zu besiegen. So Real Racing 2, so ein Autorennen, aber das ist irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Da steuert man ja so, indem man so das iPhone links das und rechts iPhone-Trick, ja. Und dann in die Kurven geht. Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Ein Schachspiel habe ich mir auch runtergeladen, das ist auch ganz gut, das war sehr schwer. Der Schachcomputer ist sehr anspruchsvoll. So. So. Was haben wir denn hier noch? Ich habe gar nicht so viele Apps, also es ist viele kleine Spielchen, wie gesagt. Mhm. Dieses Soundtown, das finde ich immer schön. Hast du mir ja empfohlen damals. Ja, ne? Genau, richtig. Hat mir schon manchmal interessante Titel gebracht von Songs, wo ich immer dachte, wie heißen die eigentlich? Und es klappt auch wirklich immer. Also ist wirklich. Bei mir klappt es nie irgendwie, das ist voll komisch. Echt also, nicht? Ich war sogar einmal. Ist zu schlecht oder ich so. War sogar einmal in einer Kneipe, wo der Song im Hintergrund gelaufen ist und da haben 1000 Leute gebrabbelt und ich habe gedacht, es klappt bestimmt nie im Leben. Und da hat er mir tatsächlich den Song angezeigt. Da war ich echt erstaunt. Das ist oft wahre Wunder, diese Apps. Ich habe mir auch diese App Outbank runtergeladen. Okay. Aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist nicht zuverlässig, glaube ich. Es soll zwar seriös sein, also man soll ja übers iPhone quasi Zugriff auf Kontostand und PayPal und so. Oder, okay. Aber da weiß ich nicht. PayPal, okay. Ich traue dem irgendwie nicht, ganz komisches Ding. Du bist doch bei der Sparkasse, oder? Ja. Ich glaube, die haben auch eine App. Ja, die habe ich auch. Ja, ja. Aber ich kann mit der App nur noch auf das Konto gucken. Ich kann keine Bankgeschäfte mit der App machen. Okay. Weil ich ja, wenn ich Online-Banking mache und die TAN-Nummer wird mir aufs iPhone gesendet. Okay. Und dadurch gibt es irgendwie so eine Sperre. Und das funktioniert dann nicht? Nö, aber ich mache Bankgeschäfte auch nicht übers iPhone. Das mache ich natürlich auch hier zu Hause über Online-Banking dann. Da brauche ich kein iPhone für. Ja, und hast du mir was Neues zu empfehlen? Minecraft gibt es jetzt halt seit kurzem, aber ich glaube, du bist ja nicht so der Minecraft-Spieler. Nee, überhaupt nicht, nee. Was gibt es denn sonst so? Hast du den Facebook Messenger?
Das ist eine neue App von Facebook, die nur diesen Messenger beinhaltet quasi. Und es ist halt gut, der tut halt die Nachrichten direkt per Push an dein iPhone senden. Das heißt, du hast es dann gleich in der Mitteilungszentrale drin. Aha, okay. Der ist halt zuverlässiger als die normale Facebook-App. Wie heißt das? Facebook Messenger. Oder nur Messenger, ich habe keine Ahnung. Ach so, okay. Gut. Das ist ganz sinnvoll. Mhm. Jo. Und was läuft mit YouTube? Läuft alles in Ordnung? Soweit. Gronkh haben sie ja heute gesperrt. Ja, habe ich schon gehört, ja. Aber nur vorübergehend, ne? Ja, ja, es war irgendwie ein Fehler, wohl. Wir tun jetzt intern nachforschen, was da wohl war. Ein Schreck in der Abendstunde. Ja. Ja gut, es ist einer der höchsten Einnahmequellen in Deutschland. Also der hat ja doch eine viele Einschaltquoten, sag ich mal. Und dadurch tun die auch fett Geld verdienen. Ja. Fetten Bratzen. Und Partnerstatus mit Pantoffelkino TV, wie sieht's da aus? Habe ich noch nicht wieder probiert. Kann man ja nur alle 2 Monate beantragen. Okay. Beim letzten Mal haben sie es abgelehnt. Aber ohne Begründung, oder? Ja, die allgemeine AGB-Gequassel halt, wo man nicht genau weiß, was ist denn der genaue Grund. Okay. Aber ich meine, man kann trotzdem ja so eine Monetarisierung kann man ja mittlerweile schon vornehmen. Mhm. Also es ist trotzdem ja möglich, auch wenn man nicht direkt Partnerstatus hat. Du kannst die 15-Minuten-Videos, kannst du die schon hochladen, also die länger als 15 Minuten sind, bei Pantoffelkino TV oder ja, noch nicht? Ja, manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Weil YouTube hat jetzt so eine neue Funktion eingebaut, wenn du denen deine Handynummer angibst, also für Passwortsicherung, dann kannst du diese über 15 Minuten Videos hochladen. Wenn du noch keinen Strike hast. Aha. Na sowas. Was? Na sowas, sag ich. Ja, es ist. Aber soweit ich weiß, tun die das jetzt nicht für Werbung hernehmen oder sowas, dass sie dir irgendwie Spam-SMS schicken. Ach so, okay. Mhm. Also es ist doch recht seriös, aber man muss halt schauen, ob sich das für einen lohnt. Mhm. Was gibt's aus der Welt des Fernsehkritikers Neues? Was soll's da geben? Keine Ahnung. Das Übliche. Ja. Ja. Oh Gott, schon wieder 4 Uhr. Das stimmt, ja, Wahnsinn. Wie schnell die Zeit doch vergeht. Mhm. Naja, ich will mal wieder die Leitung freimachen. Okay, mach's gut, ne? Okay, tschüss. Tschüss. So. So. Kennst du die dreibeinigen Herrscher? Ja, ja, kenne ich. Was ist dein Lieblingsspruch von George Hartman aus Full Metal Jacket? 1,70 Meter? Ich wusste nicht, dass man Scheiße so hoch stapeln kann. Wie kommst du... Oh Gott. Hallo? 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 Jürgen Milzki? Tja, Jürgen Milzki meldet sich nicht. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn es der echte gewesen wäre. So. Hatte sogar das Bild von Jürgen Milzki. So. Wie lange geht es noch? Ja, ich weiß es nicht. So langsam. Ach, jetzt ruft noch. Jetzt ruft der Kleriker noch an. Ja, so. Na.
derjenige, der in dem Film gesucht hat, das wird wohl auf Todesrädern sein. Auf Todesrädern? Auf Todesrädern, laut Google. Habe ich noch nie von gehört. Wheels of Terror auf Englisch halt. Wie heißt der auf Englisch? Wheels of Terror. Ach gut. Ja, er war ja auch selber jetzt im Chat mit dabei, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, er hat doch selber das mitbekommen schon. Ja, ja. Und du hast ja vor ein paar Stunden gemeint, es gibt keine anständige Veröffentlichung von Knochenbrecher. Ja. Was gibt's aber? Warte, mach mal mein Bild ist nicht an, oder? Nee. Ich kenne nur eine, wo das Bild sehr schlecht ist. Was machen? Als Drunken Master, The Beginning. Aha. Ist das auch eine deutsche Fassung? Das ist eine deutsche Fassung. Und auch eine gute Bildqualität? Relativ gut, ja. Ah ja, wusste ich gar nicht. Drunken Master, The Beginning, aha. Also er heißt hier also nicht, die nannten ihn Knochenbrecher. Nein, nein. Ach, deshalb habe ich ihn wohl nicht gefunden. Dazu gibt auch einen zweiten Teil davon, der heißt nur Drunken Master in Deutschland. Ja, oder der Knochenbrecher schlägt wieder zu, glaube ich, ne? Das ist der Drunken Master, das ist der zweite Teil. Ah ja. Und weil sie den zweiten Teil wie den ersten benannt haben praktisch, mussten sie den ersten The Beginning nennen. Ach Gott. Interessant, wusste ich gar nicht. So, siehst du. Deswegen. Und du hast eben den Hellraiser 8 angesprochen, den achten Hellraiser angesprochen. Ich glaube den neunten sogar, ne? Den neunten. Der neunte, auf jeden Fall der letzte. Ja. Irgendwie habe ich jetzt gelesen, dass den haben die nur so schnell weggehauen, weil die Rechte nicht verlieren wollten, weil die noch einen größeren Kinofilm drehen wollten. Ach so, okay. Deswegen, sonst hätten die Rechte verloren und deswegen mussten sie den so einfach raushauen. Deswegen, ich glaube, der ist auch gar nichts. Nee, glaube ich auch nicht. Dann von anderen Horrorfilmen, die mir auf die Psyche gehen, kennst du The Others? Mit Nicole Kidman? Ja. Boah. Findest du das auf die Psyche geht? Ich finde den sehr gut. Ich fand ihn eigentlich ein bisschen öde. Echt? Ich fand den eigentlich richtig ultra spannend. Ah ja. Und dann habe ich vielleicht noch einen Filmtipp. Es war wieder ein koreanischer Film. The Man from Nowhere. Sagt dir das was? Da habe ich schon mal gehört, den Titel, glaube ich. Also ja, ein Bild kann ich mal reinzeigen. The Man from Nowhere. Ah ja, ist klar. Nowhere. Ja. Also von den koreanischen Filmen gefällt er mir jetzt bis jetzt am besten. Der ist richtig klasse. Okay. Worum geht's? Er hat vielleicht ein bisschen was vom Leon, also ist so ein etwas zurückgezogener Handleier, der mit der Außenwelt eigentlich so nichts zu tun haben will. Der wird öfters von Kriegsbesuch von so einem kleinen Mädchen öfters, das ihn eigentlich nur so belästigt und der will mit der auch nichts zu tun haben, aber als das Mädchen dann von so einer Art Drogenkartell entführt wird, fängt er an, sich einzumischen und bei ihm weiß man zuerst nicht viel, da kommt erst später so die Hintergrundgeschichte von ihm noch raus und ist schon sehr actiongeladen. Gut, merke ich mir. Und letztes Mal im letzten und vorletzten Live-Podcast auch Geschichten aus der Gruft angesprochen. Ja. Bis jetzt gab es ja nur, glaube ich, so in einer großen Box wurden so 40 Folgen veröffentlicht irgendwie. Und jetzt kommen die Einzelstaffeln nochmal raus im Digibook. Okay. Und das sind auch die ungeschnittenen, ne? Das sind die ungeschnittenen, ja. Weil irgendwer sagt ja, es gibt auch nochmal so geschnittene Veröffentlichungen, ne? Gibt's auch. Auf Blu-ray kamen die nochmal raus. Irgendwie die ja, genau, die Blu-ray-Geschichte. Genau, zwei Blu-rays, die sind aber alle geschnitten. Die sind schlecht, ja, genau. Das sind aber DVDs, die jetzt rausgekommen sind nochmal. Ah ja, okay. Und das ist immer staffelweise. Bis Staffel 5 gibt es die jetzt. So alle zwei Monate kommt ungefähr eine Staffel raus in Digibook. Ah ja, okay, alles klar. Aber auf DVD dann nur. Ja, ja. Gut, du hast mal gemeint, Digibook wäre immer DVD und Blu-ray in einem. Ja, nee, ist falsch. Mediabook, ja, ja, ich weiß. Oder Mediabook, weiß ja. Ich inzwischen auch, dass das falsch ist. Da wurde auch eben Time Crimes empfohlen, der Film. Den habe ich auch gesehen, den muss ich sagen, das ist auch richtig klasse. Time Crimes, ah ja, okay. Time Crimes, der wurde schon mal empfohlen eben. Ah ja, ja, genau. Das ist ein spanischer Film und ich glaube, da spielen nur 4 oder 5 Schauspieler komplett mit. Okay. Hat so ein bisschen mit Zeitreisen zu tun und... Mhm. Ja, ich glaube, das wäre es eigentlich gewesen. Okay. Ja. Ja, gut. Dann mach's mal gut.
Ja, gut, okay. Tschö. Tschö. Tja. Ich lese jetzt den nicht mehr vor, wie der heißt. Nur zu blöd. Der scheint hier andauernd irgendwelche Accounts anzulegen und sich irgendwie immer auf verschiedene Art und Weise zu nennen, ne? Ja, das Bild ist ja toll, ja. Super. Auf Wiedersehen. So. Isaac Man. Yo, moin. Moin. Jo, ich habe eigentlich nur zwei schnelle Fragen. Mhm. Einmal so, was hältst du von South Park? Nicht viel, ist überhaupt nicht mein Fall. Überhaupt nicht dein Fall? Nee. Okay, und hast du dir mittlerweile mal den Film Ohne Limit angeguckt? Ohne Limit? Ja. Nee. Also den kann ich auf jeden Fall echt empfehlen. Das ist so meiner Meinung nach einer der besten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Mhm. Worum geht's nochmal, Herr Kemmer? Da geht's um so eine, ja, spoiler ich jetzt nicht. Da geht's quasi um so eine Droge, die 100% des Hirns die das Hirn komplett aktiviert. Und dann geht's da um so einen Schriftsteller, der eine Schreibblockade hat, und dann entdeckt er dieses Zeug. Aha, okay. Ja, also ist echt richtig gut gemacht. Das ist hier mit dem Schauspieler, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, von Hangover. Phil. Der jetzt zum Sexiest Man of the World gewählt wurde, ist das der? Keine Ahnung, ist er das? Ja, gut, dann ist er das. Ja, auf jeden Fall. Also der ist echt richtig gut, das ist echt so das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Oha, ohne Limit, alles klar. Also den kann ich echt empfehlen. Mhm. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal loswerden. Und wäre auf jeden Fall echt cool, wenn das dann in Bielefeld klappen würde mit dem Fantreffen. Ja, das kriegen wir hin. Ja, super. Ich bin dabei. Super. Alles klar. Wünsche ich dir noch eine gute Nacht oder einen guten Morgen oder was auch immer. Ebenfalls. Alles klar, mach's gut. Ciao. Ciao. So. Wumpi nochmal. Ja, hallo. Das kommt jetzt schon wieder für Scheiß. Ich bin noch laufen, ja. Ich hätte nicht mehr erwartet, dass du noch Zeit hast. Was haben wir jetzt? 8:04, okay. Wie geht's dir? Musst du denn immer diese Weiber da zeigen? Was soll das denn immer? Weiber? Ja, ach, das läuft so nebenbei, weißt du? Das ist egal. Jetzt zeigt er uns hier schon wieder hier. Oh. Ey, das ist egal. Weißt du? Ist nicht egal, mich lenkt das ja ab, wenn ich das sehe. Ja, ja. Ja, dann musst du dich gegen wehren. Ja, also, ich guck mal Fokus, woanders hin jetzt. Was anderes denken oder ja, so. Ja, genau. Ja. Ich schau jetzt woanders hin. Du guckst ja die Heute-Show sehr gerne. Ja. Ah, ich auch. Du magst auch den Hassknecht. Ja. Ja, ja. Weißt du, dass der Welke den schreibt? Nee, wusste ich nicht. Ist das so? Ja, ja, der Welke schreibt die Texte für den Hassknecht oder halt das Kind, was da letztens saß, vor 2 Wochen oder so, ne? Ach so, ja, ja. Ach was. Ja, ja. Macht der selber, der Hassknecht, dachte ich. Bitte? Ich dachte, das macht der Hassknecht selber. Nee. Mhm. In welchem, jetzt frag mich, nagel mich nicht drauf fest, wo ich das gelesen habe. Du hast ja mal für eine DVD für den Hallorf-Orden irgendwas gesprochen, ne? Für was? Für den Hallorf-Orden. Hier, CD, Kommentare. Ja, 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 genau. Ja, ja. Sagt dir die Wühlmäuse was? Ja, natürlich. Es ist ein Theater in Berlin. Es ist ein Kammertheater. Ja, und könntest du da nicht ein bisschen Vitamin B rausziehen und darüber Leute finden, die du in deine Sendung einladen kannst? Kann man eventuell versuchen. Wen meinst du denn zum Beispiel? Ja, weiß ich nicht. Wer hat denn zuletzt der Wühlmäuse? Das ist auch sehr schwer, die online zu finden, weil ich habe selten Zeit, mir das im Fernsehen anzuschauen, ne? Und gehe dann immer auf YouTube, um mir diese Kabarett-Sachen anzugucken.
Und ich glaube, zuletzt hat das moderiert der Nur oder so. Und ja, klar, wenn du nur mit dem Management verhandelt hast oder die dich halt gefragt haben, hör mal, hast du Interesse, das zu machen? Ja, dann ist schwer, da auch über den Olaf-Orden andere Leute zu finden, weil der ist ja sehr gut vernetzt. Ne? Mhm. Ja, gut. Ja, ich sag mal so, ich glaube, wenn man das irgendwie möchte, dann sollte man es lieber über das Management probieren oder so, weil ich glaube, über so ein Kabaretttheater das zu erreichen, ist, glaube ich, eher schwierig. Die sind ja in dem Moment auch nur der Gastgeber für einen Abend quasi. Ja, stimmt. Das gibt es einmal im Jahr, ne? Die Wühlmäuse. Und da treten dann die Besten auf. Und ich habe da auch schon viele seltene Leute kennengelernt, die ich vorher so nicht kannte, die dann da halt ihren 5-Minuten-Auftritt haben. Und das ist immer sehr interessant, aber schade, also es ist leider sehr schwer im Netz zu finden. Also wenn die das jährlich veranstalten in Berlin, die Wühlmäuse, das wird sehr wenig bei YouTube hochgeladen. Oder woanders. Mhm. Aber das nur nebenbei. Ja, nee, das war's eigentlich. Okay. So, wird ja auch schon spät, also. Ja. Ne, ich bin auch nicht mehr ganz klar im Kopf, deshalb lass dir schmecken und ja. Mach's gut. Genau, du auch. Schlaf gut nachher. Ne? Du auch, ciao. Jo, ciao. Er mit seinen Tittenfilmen hier immer, also wirklich unglaublich. Ach ja. So. Mystica nochmal, hallo. Oh, ich wollte noch was zu der Sache sagen mit den Frauen jetzt in der Spielewelt und in der in meinem Film im Fernsehen. Es gibt ja immer diese Klischees. Das ja. Finde ich jetzt auch schon. In manchen Spielen werden jetzt Frauen mehr integriert, muss ich zugeben. Es gibt jetzt auch mehr weibliche Charaktere und die Wahl zwischen männlich und weiblich. So in den alten Klassikern gibt es ja kaum weibliche Hauptcharaktere, geschweige denn die Wahl zwischen dem Hauptprotagonisten, den man jetzt selbst verkörpert in Rollenspielen, das muss ich auch sagen. Es gab also schon einen Wandel in der Richtung. Ja, ist ja auch klar, muss ja auch irgendwann kommen. Ich meine, Frauen sind ja schließlich auch eine interessante Käufergruppe letztendlich, ne? Wenn die auch begeistert werden für Spiele. Wäre ja auch blöd von der Spieleindustrie, das nicht zu machen, ne? Ja, ich finde das etwas klischeehaft abgestempelt, wo man sagt, Frauen würden sowas nicht spielen und sonst, das finde ja, ich das doch ist sehr Quatsch, klischeehaft. Ja, das ist Quatsch, ja, das ist Quatsch. Ich meine, die sind ja nicht männlich oder so, wie bei RTL, es gibt ja teilweise, da werden die ziemlich verunglimpft, sowas. Echt, wusste ich gar nicht. Da gab es ja, stimmt, da war mal, ich glaube, Mitten im Leben oder was das war, da ging es darum, dass das Mädel sich in irgendeinen Rollenspieler verliebt hat, der am Schluss ein 40-jähriger fetter Sack war oder so. Das ist, da empfand ich dann, dass das Rollenspiel sich irgendwie verändert hätte und so. Und das habe ich doch mal gezeigt sogar als Ausschnitt, oder? In Fernsehkritik.tv. Ja, ich glaube. Wo der Typ mit so einem komischen Lichtschwert da. War das das? Ich glaube, da hat das rein. Ja, ich glaube schon. Das habe ich mal gezeigt. Ja, ja, das war völlig absurd. Ja, ja. Was ich. War das die Folge, wo die Mutter den Laptop von dir aus dem Fenster so gedotzt hat? Ich glaube, das wird ja auch niemand machen, das Eigentum so aus dem Fenster zu werfen. Nee, das ist Quatsch, klar. Das hat mich dann schon schwer verwundert. Da wird ja Aggressivität gezeigt. Ich meine, sie demonstrieren gegen Ego-Shooter, beziehungsweise Killer-Spielen in Anführungsstrichen, und werfen damit irgendwelche Gegenstände durch die Gegend und zerstören diese sogar ziemlich brutal. Ja, das hast du gut erkannt, dass das ein Widerspruch ist. Ja. Ist schon recht affig, was da. Ach, diese Demonstration, wo sie gegen Killer-Spieler hatten, mit dem Container, das war gefaked. Also da waren nur zwei kleine Kinder die ganze Zeit. Und das in den Container geworfen haben, gab es auf YouTube ein Video. Wusstest du das auch schon? Habe ich auch gezeigt. Oh. Habe ich alles gezeigt. Oh. War ein paar Folgen, bevor ich angefangen hatte mit Schauen. Ja, das ist schon länger her, das stimmt. Die Leute sind aber nicht, glaube ich, nicht so aufgeklärt darüber. Vor allem, es gibt
Leute, die kenne ich, die glauben RTL in vielerlei Hinsicht und das, da kriegen sie nur Kopfschütteln von mir. Mhm. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie man etwas, das bearbeitet worden ist, beziehungsweise wo schon relativ bekannt ist, dass das eigentlich so hingeschrieben ist, dass dem Glauben geschenkt wird, wie zum Beispiel diesen Klischee vom pädophilen 40-jährigen Mann, der im Internet im Wald sitzt. Mhm. Das wird ja stark gefördert. Ich glaube, da gab es auch noch was so wie Tatort Internet. Ja, ja. Lief aber, glaube ich, auch nicht so lange im Programm. Also ich sehe es jetzt zurzeit nicht auf RTL 2. Das kommt demnächst, geht es wieder weiter. Würdest du dann auch dazu nochmal einen neuen Beitrag machen? Wahrscheinlich schon, ja. Es soll auch etwas anders sein. Also nicht mehr so mit, dass sie da irgendwie da irgendwelche Leute überraschen, sondern soll wohl ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Mich würde wundern, wenn es eine positive Richtung wäre. Nee, das auf keinen Fall. Das hat der Titel ja schon. Tatort Internet ist ja schon mal eine Art Anklage. Finde ich etwas Propaganda gegen das Internet. Also. Ja. So. Kann man so sagen, ja. Es gab auch letztens eine Sendung, ich glaube ARD, ich glaube 1 gegen 1 war das, mit der einer von der Piratenpartei. Ein Anwalt gegen, also die argumentieren für klar, also gegen Klarnamen im Internet und das war ein Psychologe und einer von der Piratenpartei argumentiert gegen einen Anwalt und noch irgend so eine unbekannte, keine Ahnung. Ja, weiß ich, habe ich gesehen. Also die haben relativ gut argumentiert, muss ich sagen, also gegen Klarnamen. Da musste ich wirklich abschalten, diese dramatische Geschichte von dem Kind, das sich, weil als schwul bezeichnet wurde, im Internet selbst umgebracht hat. Das fand ich jetzt sehr unsachlich. Nein, das war aber die Sendung mit Sascha Lobo und Ingo Lenzen, die du jetzt meinst. Das hab ich ja auch gezeigt. Da bringst du was durcheinander. War aber dieselbe Sendung, war aber eine andere Ausgabe. Ach so. Da habe ich natürlich noch eine Glück. Ich meine, das bringt ja nichts, irgendwelche. Ich frage mich sowieso, was denn hier jetzt so schlimm war, als schwul bezeichnet zu werden. Das ist ja die Frage, warum empfindet man das als so schlimm? Ich meine, das sollte eigentlich mit Toleranz behandelt werden. Das sollte an jemanden vorübergehen. Also ich habe schon viel Schlimmeres gehört, naja, als jetzt sowas. Na, der Junge ist ja letztendlich schon offenbar lange Zeit vorher schon gemobbt worden. Auch im realen Leben, in der Schule jeden Tag und so. Also das wird ja so getan, als wenn sozusagen diese eine Geschichte im Netz ihn zum Selbstmord gebracht hätte. Aber so ist es ja nicht. Der war sowieso schon depressiv oder war schon, er hat schon Suizidabsichten gehabt, offensichtlich. Ja, also die sollten wirklich ernsthaft an ihrer Berichterstattung fallen. Ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen sollten eigentlich seriöses Fernsehen machen, geschweige denn etwas, das wirklich mit Quellen belegbar ist. Auch nicht so dramatisch gestaltet mit irgendwelchen Geschichten. Mhm. Tja. Ich wollte dich noch fragen, ob du den Film Gran Torino kennst. Natürlich. Habe ich auch auf DVD, auf Blu-ray sogar. Den fand ich eigentlich sehr gut. Toll, ja. Toller Film. Auch die schauspielerische Leistung. Also, solche Filme sollte es vielleicht öfters geben. Tja. Das ist halt so, Clint Eastwood ist halt noch so einer vom alten Schlag, ne? Solche Filme werden heutzutage nicht mehr so oft produziert, leider. Ich bin aber gespannt auf seinen neuen Film jetzt über Edgar Hoover mit Leonardo DiCaprio. Der wird sicher auch sehr interessant. Mal schauen, was daraus wird. Wirst du das ein Pantoffel-TV zeigen, oder? Ja, du musst ja erstmal ins Kino kommen. Ich meine, das ist ja noch ein bisschen hin, bis der mal auf DVD erscheint. Ich fand auch, ehrlich gesagt, die älteren Filme sind jetzt besser. Ich meine, auf Tele5 laufen die relativ oft. Die haben noch so einen gewissen Charme. Zumindest sollte ich die modernen Filme jetzt eher als actionlastig dir. Und die Story wird immer kürzer, beziehungsweise es ist kaum mehr welche vorhanden, auf die man eingehen kann. Es sind keine komplexen Geschichten mehr, sondern einfach nur noch Rumgeschieße und.
Ja, das kann man so allgemein nicht sagen. Also es bei Tele 5 läuft ja nur auch viel Trash, also die, auch viele Billigfilme, okay, die andere Sender nicht bringen wollen, die werden da bei Tele 5 gezeigt. Ne? Ja, stimmt, da kommt wirklich manchmal auch reiner Müll. Ja. So. Ich empfinde das jetzt so, dass ältere Filme mehr Charme haben. Weiß jetzt nicht, ob du auch diesen Eindruck hast. Ja, sicherlich. Also, aber es gibt auch immer wieder aus der heutigen Zeit interessante Filme. Also nächste Woche, ich bin mal gespannt auf den neuen Polanski zum Beispiel. Der kommt nächste Woche ja ins Kino, Roman Polanski. Aber natürlich auch einer vom alten Schlag, der Mann ist ja auch fast 80, ne? Schöne schauspielerische Leistung, also in dem Alter noch. Na, er ist ja nur der Regisseur, ne? Also ja, okay, stimmt, irgendwas war. Aber trotzdem, klar. Ja. So, dann will ich dich auch nicht weiter aufhalten. Dann noch gute Nacht, beziehungsweise schönen Abend noch. Dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. So, Mensch. So langsam. Filmkritik über gesprengte Ketten. Kann durchaus sein, dass wir das mal machen. Was war los letzte Woche beim Pokern? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Konnte nicht geklärt werden, was da los war. War etwas merkwürdig. Unternehmen Erdnussbutter? Nee. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht, Unternehmen Erdnussbutter. Ist das ein Film oder was? Noch nie gehört. Noch nie gehört. Ach Mensch, Leute. Ich glaube, so langsam können wir auch mal auf die Zielgerade gehen, wa? Bin auch schon ein bisschen kaputt jetzt. Gibt's noch irgendwelche Fragen an mich? So im allgemeinen Chat, dann stellt sie jetzt. Ansonsten, da wollte einer noch einen Filmquiz mit mir machen, ne? Hat er gar nicht mehr angerufen jetzt. Ja. Hallo. Du meldest dich ja eh nicht, was soll das? Oh Mann. Wann kommt Postecke? Habe ich doch bereits veröffentlicht. Wann ist der nächste Live-Talk? Ja, gute Frage. Ich wollte noch mal einen vielleicht kurz vor Weihnachten machen. Das muss ich mir noch überlegen, da hast du recht. Ich wollte eins machen, wenn Mario dabei ist. Ja, ach so, ja, genau. Da kriegen wir das nächste Mal ja hin, dass Mario dann dabei ist. Ja, schön. Ja, der blutige Pfad Gottes. Ich werde es noch irgendwann gucken, ja. Aber
Gab es Videocomputerspiele, die du als Jugendlicher gespielt hast? Natürlich gab es die, klar. Auf dem C64. Mission Impossible. Oder, Impossible Mission, so rum war es richtig. Oder Boulder Dash mochte ich immer gerne spielen. So. Eduard Klusch nochmal. Hallo. Na, noch was vergessen? Ja, und zwar vorhin, da war noch die eine Frage bezüglich, wie eigentlich so dein allgemeines Fernsehverhalten so ausschaut. Weil ich meine, man würde ja so als allererstes denken, dass du irgendwie einen Haufen Fernsehen guckst, weil du ja auch scheinbar eine ziemlich gezielte Auswahl hast. Ja, ist aber nicht so. Weil ich ja zum Glück nicht immer alles mitschneiden muss, was so im Fernsehen läuft, sondern ich kann mir das ja auch alles hinterher in Ruhe im Schnelldurchlauf angucken. Okay. Also du schaust dann auch gar nicht so viel Fernsehen, also hast du halt irgendwie so, und die Auswahl kriegst du dann von, schaust du dann selber einfach durch die letzten Tage, was so gelaufen ist, oder wie schaut es da aus? Genau, ja. Oder ich schaue vielleicht, wenn ich dann denke, mal spontan direkt auch mal rein ins Fernsehen, wenn es gerade läuft. Aber okay, das ist nicht immer unbedingt so. Also schaust du allgemein überhaupt kein Fernsehen oder dann doch ein bisschen so ein paar Sendungen, die dir da... Doch, ein bisschen schon. Aktuelle Berichterstattung und so weiter. Okay. Und natürlich, dann nutze ich den Fernseher natürlich, um Filme zu gucken, also auf DVD und Blu-ray, ne? Na klar. Oder zum Spielen halt, auf der Konsole. Was hast du für eine? Xbox. Und was spielst du drauf? Zurzeit GoldenEye. Okay, kenne ich gar nicht. James Bond. Okay. Und genau, da war noch die letzte Frage, und zwar wirst du irgendwie so im Dezember irgendwie so ein Weihnachtsspecial oder irgendwie sowas machen? Kommt da irgendwas in der Richtung? Ist da was geplant oder wird da nochmal so Folgen kommen? Den Adventskalender, wie letztes Jahr auch. Okay. Mit Mario zusammen. Jeden Tag gibt's was zu gewinnen, vom 1. bis 24. Dezember. Ah, sehr schön. Die ersten 12 Clips haben wir schon gedreht. Okay. Ja, hört sich ja gut an. Tja. Naja. Ja, dann steuern wir, glaube ich, mal so langsam das Ende an, gell? Ja, genau. Etliche Stunden am Stück ist man ja irgendwie auch mal K.O. am Ende. Ja, das ist wahr. Genau. Und ich sollte mich auch mal langsam ins Bett begeben. Ja, dann schlaf mal gut. Na, wünsch dir was, gell? Ja, danke. Ciao. Ciao. Wirst du deinen 40. Geburtstag groß feiern? Ja, den feiere ich groß. Das wird auch noch im Dezember auf mich zukommen. Ja, das ist alles natürlich wieder mal sehr eng, aber nützt ja nichts. So, gibt's hier noch irgendwelche Fragen jetzt? Mama, darf ich mit Opa schaukeln? Nein, der bleibt so lange hängen, bis die Polizei kommt. Lustig. Liest du Programmzeitschriften? Welche empfiehlst du? Also ich persönlich habe die TV Digital. Aber das ist jetzt... Die TV Spielfilm kann man genauso empfehlen. Also ist im Grunde wurscht. Was hältst du von GTA 5? Ja, gibt's ja noch nicht. Keine Ahnung. Der Trailer ist schon mal ganz nett. Gibt's eine Spezialfolge mit Geburtstagswünschen? Um Gottes Willen, nee. Was war denn deine Polanski-Frage? Habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Kennst du mich noch vom Hamburger Fantreffen? Nee. Tut mir leid. Schlechte Filme TV ist quasi eingestellt. Nicht unbedingt, aber es ist immer nur mal so peu à peu. Holger, magst du Ditsche? Ja, wie gesagt, es ist nicht mehr so, es ist ein bisschen langweilig geworden mittlerweile. Irgendwie immer dasselbe. Warum siehst du so jung aus für dein Alter? Tja, weiß ich auch nicht. Ist das so? Keine Ahnung.
Ich finde, ich sehe alt aus. Was hältst du von World of Warcraft? Habe ich jetzt nie groß gespielt, aber scheint ja Spaß zu machen. Kennst du Der Trip oder Die nackte Gitarre 05? Ja, mit all den kenne ich ja. Bekloppter Film. Polanski frage, wie du zu seinen Taten stehst und ob du da gut trennen kannst zwischen Polanskis Taten und den Filmen. Ja, mein Gott, also so langsam sollte das auch mal verjähren, finde ich, ne, nach so vielen Jahren. Das war natürlich nicht in Ordnung, was er gemacht hat. Das ist vollkommen richtig. Aber dass ich seine Filme trotzdem gerne sehe, das tut dem keinen Abbruch. Ich habe einen Autoführerschein. Wie kommst du darauf, dass ich keinen Autoführerschein habe? Wie wäre es mit Harpe als Gast für FK TV? Den werde ich nicht bekommen für Fernsehkritik TV. Das glaube ich, das ist unrealistisch zu glauben, dass man Harpe Kerkeling kriegen kann. Versuchen kann man es, aber was hast du als Kind im TV gesehen? Pantau, Klikla-Klavitterbus, die Sesamstraße, das feuerrote Spielmobil, Augsburger Puppenkiste. Das kennt ihr alles gar nicht mehr, ne? Tja. Hast du ein Auto? Wenn ja, welches? Nein, ich habe kein Auto. Sag mal, warum da Stroh liegt. Ja, mein Gott, der Witz ist doch uralt, Kinders. Ist doch nicht mehr lustig. Warum hast du eine Maske auf? Ich wünsche dir eine Rückkehr von Uli von Bödefeld zur Sesamstraße. Nee, den fand ich damals schon unsympathisch. Würde ich mir nicht wünschen, nee. Uli von Bödefeld, ja. Das war dieser Schlaumacher-Typ, ne? Schlaumeier-Typ. War Griso der Drache auch deine Zeit? Nee, das war, glaube ich, nach mir. Was hältst du von D-Max? Jo, pff. Also, das meiste interessiert mich nicht, was da läuft. Kennst du Marvel-Comics? Habe ich früher gelesen. Hast du die komplette Stromberg-Staffel am Stück geschaut? Ja, habe ich. Habe alle Folgen bereits gesehen. Was hältst du von 90er-Jahre-Comics? Zeichentrickfilme wie Rugrats oder Roccos modernes Leben? Kenne ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Kennst du den Sender Fanfernsehen aus Niedersachsen? Da habe ich vor kurzem mal einen Link bekommen. Der ist jetzt irgendwie neu gestartet, ne? Sendet der richtig über Kabel oder über Satellit oder wo sendet der? Holger, weißt du, was der Hammer ist, ne? Lieblingskanäle auf YouTube. Daily Knödel. Nein, Frank Tausch ist auch gut. Cold Mirror. Ich finde auch Waititi manchmal ganz lustig. Hast du als Kind eine Fu-Handpuppe in der Grundschule gehabt? Ja. Und wir hatten auch die Fibel, wo auch Fu drin vorkam. Mit der Fu bin ich auch aufgewachsen. Schaust du Breaking Bad gelegentlich mal? Ich habe nicht alle Folgen, aber ich versuche es so einigermaßen zu verfolgen. Was hältst du von Mythbusters? Ja. Ganz witzig. Was hältst du von Kinostream-Portalen? Gar nichts. Ist mir alles zu schlechte Qualität und ist mir alles zu nervig. Kennst du den friesischen Rundfunk mit Karl-Heinz? Nee. Ist für die nächste Zeit ein Fantreffen in Karlsruhe geplant? War ja erst vor ein paar Monaten.
Und war ja nicht so erfolgreich, sage ich mal. Es war ja von allen Fantreffen das am schlechtesten besuchte. Aber irgendwann vielleicht mal wieder. Mal gucken. Ja, das stimmt. Colt Miller ist ein bisschen eingeschlafen bei YouTube. Das ist richtig, ja. Bist du schon mal bei Dokumentation von N24 eingeschlafen? Das kann gut sein. Wenn ich mal nachts Fernsehen gucke vom Bett aus und dann irgendwie Domian ist vorbei und dann schalte ich nochmal vielleicht um, dann sehe ich da irgendein Doku. Dann pennt man auch mal ein dabei. Schaust du Dexter? Leider nur sehr sporadisch. Ich habe mir vorgenommen, mir wirklich mal irgendwann die Staffeln alle auf einmal zu kaufen und mir wird das alles nochmal komplett irgendwie anzugucken. Aber da muss man natürlich erstmal sich ein bisschen Zeit für freischaufeln. Bist du Single? Das ist meine Sache. Private Fragen beantworte ich nicht. In welche Sendung würdest du gern Licht ins Dunkel bringen? Ja, wie gesagt, Tine Wittler. Ja, mal interessant. Oder so wie Verzeih mir oder irgendeine Vera in Wien. Kacke. Was hast du von dem Zensurskandal von Ken Jebsen durch Hendrik Bruder mitbekommen? Gar nichts, weiß ich gar nichts von. Was war das für eine Geschichte? Habe ich gerade nicht auf der Pfanne. Ist ein Fantreffen in München geplant? Ja, soll auf jeden Fall auch im nächsten Jahr sein. Wie viel Traffic kommt im Monat zusammen? Oh Gott, da müsste man den Doc nochmal fragen oder SpyMac. Ich glaube, es sind so 20 Terabyte oder sowas, keine Ahnung. Guckst du regelmäßig, wer wird Millionär? Nee, nicht regelmäßig. Gestern habe ich das Prominenten-Special mal ein Stück geguckt, mit Manuel Neuer und so weiter, aber auch nicht viel. Was für ein TV hast du? Hast du und wie viel? Wie, was heißt wie viel? Wie viel was? Also TV habe ich einen LG-Fernseher. Bis zu, wie viele Staffeln gibt es denn schon von Dexter? 5? Gott, oh Gott. Klar ist Holger Single nach dem Flirt heute. Wie viel Fernsehen musst du täglich schauen, um deine Sendung zu produzieren? Das hat mit Fernsehen schauen nichts zu tun. Ich muss nicht Fernsehen schauen dafür. Zumindest nicht direkt 1:1 vorm Fernseher. GoldenEye ist das Remake von GoldenEye auf dem... Ja, genau. Kann man das irgendwo das Fernseh-TV-Logo als große Bilddatei bekommen? Ja, auf unserer Seite gibt es unten an der Fußzeile einen Link, da steht Pressematerial. Das ist ein Ordner, den kann man sich runterladen. Da sind verschiedene Bilder von mir hochauflösend drin und auch das Logo. Wie viele DVDs aus einer Sammlung liegen noch auf dem Muss-ich-noch-sehen-Stapel? Oh Gott. Jede Menge. Es gibt einen Stapel mit den Sachen, die uns Leute geschickt haben für Pantoffelkino, die Wunschkritiken. Und ich habe noch im Schrank so einen Stapel ungefähr, den ich noch gucken müsste. Also kommt man gar nicht hinterher. Welche Serien sind in deiner All-Time-Favorite-Liste? Hulk auf jeden Fall. Die Drombuschs. Columbo. Stromberg. Geschichten aus der Gruft. Die zwei. Kennst du unsere kleine Farm? Gut, schlecht, Nostalgie. Ja, ist man auch mit aufgewachsen irgendwo. Ist mir aus heutiger Sicht, ist mir das ein bisschen zu kitschig. Aber es wollte demnächst mal eine Bekannte vorbeikommen, die ist ein unglaublich großer Fan von der Serie. Hat auch alle Staffeln auf DVD, die möchte ich sie gerne mal bei Pantoffelkino vorstellen. Machen wir dann demnächst mal vielleicht.
Das ist nett, Interplus. Kannst du gerne machen. Was hältst du davon, dass das ZDF nun die Werbung nicht mehr lauter als den übrigen Content halten will? War das früher so? Also wenn, ist das eine gute Maßnahme. Was hältst du davon, dass andere deine Beiträge bei YouTube hochladen? Bis zu einem gewissen Punkt ist es mir egal, weil meistens wird es dann eh irgendwann gelöscht. Es ist ja manchmal auch durchaus, hat auch einen Werbeeffekt. Insofern ist es okay. Du könntest TAF mal thematisieren. Habe ich ja schon. Ich habe jetzt gerade was von TAF runtergeladen. Der Traum, den du nie hattest oder so ähnlich. Wo sie irgendwie Leute verarschen. Das so tun, als wenn sie ihnen irgendwie einen Wunsch erfüllen und dann machen sie das gar nicht. Das war total, muss ich mir nochmal genauer angucken. Ziemlich bescheuert. Was hältst du von den Müller Product Placements in der Stomberg-Staffel? Ja, fällt schon sehr auf, das ist wahr. Ich meine, zumindest wird es ja ein bisschen durch den Kakao gezogen, aber das ist schon etwas zu dick aufgetragen. Gibt es Fragen, die du uns Zuseher gern mal fragen würdest? Warum schaut ihr euch diesen Scheiß immer an, den ich da fabriziere? Nee, weiß ich nicht. Würdet ihr auch wieder spenden, wenn ich Geld brauche gegen RTL? Mich interessiert nur euer Geld. Alles andere ist mir egal. Was hältst du davon, dass die Ritze jetzt zumachen soll? Echt? Ist das so? Verdammt. Ja, Mario ist ein Fan von unserer kleinen Farm. Das stimmt, ja. Er mag die wirklich gerne, die Serie. Verstehe. Gehst du am Sonntag in die Imtech-Arena? Was ist denn am Sonntag dort? Interessierst du dich für Fußball? HSV am Rande, aber eigentlich eher Länderspiele. Was ist dein Lieblingstee? Ich mag gern Irish Cream. Schwarzer Tee mit so ein bisschen leichtem angehauchtem Schokogeschmack dabei. Wenn du einen Tag die Macht eines Gottes hättest, was würdest du damit anstellen? Ich würde einen Blitz auf das RTL-Gebäude fabrizieren. Keine Ahnung. Ich meine, früher wurde dann ja irgendwie Wasser zu Wein gemacht. Ich würde schlechtes Fernsehen zu gutem Fernsehen machen. Ja, Ionik, das ist nett, danke dir. Was hältst du von TTT? Ja, schaue ich mal ganz gerne. Ja, wie geht's Mario? Wie gesagt, nicht so gut. Wieder im Krankenhaus, leider. Findest du auch, dass in Arte immer öfter irgendwelche semi-pornografischen Dokus wie die Vagina als Kunstobjekt und so weiter? Ja, fällt mir auch auf. Ich habe jetzt auch für die Nacht, die 5 Tageszeiten, die Nacht, habe ich auch einiges aus Arte nehmen können. Hast du Autogramme ergattern können beim Länderspielen? Nö. Habe ich auch gar nicht versucht. Nur besessen bin ich da nicht. Verdienst du genug Geld mit FKTV? Also, ich sag mal, momentan reicht es, aber wenn wieder mal größere Summen wegen gerichtlicher Auseinandersetzungen kommen, kann es wieder etwas schwieriger werden. Was ist dein Lieblings-Weg-Song? Keine Ahnung. Nana Muscuri. Guten Morgen, Sonnenschein. Oder so. Weiß ich nicht. Was war der letzte Kinofilm, den du gesehen hast? Das war mit Mario im Doppelpack Johnny English 2 und Final Destination 5, glaube ich. Ich glaube, seitdem war ich nicht mehr im Kino, oder? Oder war ich nochmal? Nee, ich glaube nicht. Das war das letzte. Willst du Autogramme von Budi und Simon kaufen? Nee, die habe ich nun schon zu Genüge auch persönlich, oder das heißt zu Genüge, ich habe sie nun auch schon persönlich kennengelernt. Ich glaube, ein Autogramm brauche ich von denen nicht unbedingt.
aber ich freue mich immer, wenn ich sie treffe. Was hältst du vom Bond-Bösewicht Ernst Stavro Blofeld? Ist nicht der beste Bond-Bösewicht. Ist teilweise etwas unfreiwillig komisch, finde ich. Vor allem Donald Pleasence in Man lebt nur zweimal, finde ich irgendwie eher lächerlich. Ist Mario dein Angestellter? Nee. Duschen oder baden? Duschen. Ich habe zwar eine Badewanne, aber ich nutze es leider viel zu selten, um sie mal zum Baden zu benutzen. Man nimmt sich die Zeit irgendwie nicht. Ja, Corpus Aliens war vorher. Das war ein paar Wochen vorher schon. Ich finde Gronkh nicht scheiße. Warum wird das dann dauernd immer gesagt? Warum findest du Gronkh so scheiße? Ich finde die überhaupt nicht scheiße. Habe ich nie was gesagt. Ich gucke mir das halt nicht an, weil das mich nicht interessiert. Aber deswegen finde ich ihn doch nicht scheiße. Ich kenne den Typen doch gar nicht. Ja klar, wenn wir nach Baku reisen, dann machen wir auch wieder Frühstück mit Olli. Klar, die Frage ist halt nur, ob man in Aserbaidschan entsprechende Internetverbindungen hat, um das auch aktuell, tagesaktuell hochladen zu können. Das ist ja der entscheidende Punkt, ne? Ja, Casino Royale fand ich gut, ja. Holger, Huhn oder Ei? Dann nehme ich lieber das Ei. Piraten oder Ninjas? Piraten. Hast du Angestellte in deiner Firma? Nur auf 400-Euro-Basis. Was sind die drei lächerlichsten Bond-Stunts? Auf jeden Fall der Anfang von GoldenEye, wo er da dem Hubschrauber, dem Flugzeug hinterher springt. Das ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Und man sieht auch, dass es ein Trick ist. Und dann aus Die Another Day, da, wo er da in dieser Eiswüste da über so ein Wasserski fährt. Und das sieht total billig gemacht aus. Hast du früher Frühstücksradio gehört mit Kalki und Welk? Nee, habe ich nie gehört. Ich hab nie FFN gehört früher. Ich kenne es halt nur aus jetzt im Nachhinein halt Verschiedenes. Aber ich damals aktuell, als es lief, habe ich es nicht gehört. Wie stehst du zu Pseudo-Horror-Doku-Horrorfilmen? Blair Witch Project, Paranormal Activity. Ja, finde ich gut. Finde ich immer sehr unterhaltsam. Haben immer so diesen realistischen Touch irgendwie. Ich finde das interessant. Findest du, dass altmodisch wieder salonfähig wird? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Auch im Fernsehen hoffe ich das. Wann gehst du normalerweise ins Bett? So 3, 4 Uhr normalerweise, würde ich mal sagen. Ist so die Regelzeit. Wie findest du Sat.1 Frühstücksfernsehen? Ach Gott. Ist ja nie meine Zeit. Ich sehe es ja nie. Da bin ich im Tiefschlaf, wenn Sat.1 Frühstücksfernsehen kommt. Ich kenne nur diesen wie heißt der, Pongratz oder wie heißt der? Dieser, der immer die DVDs vorstellt und Kinofilme vorstellt. Der ist ein bisschen wie Louis de Funès. Den habe ich ja schon ein paar Mal gesehen. Wie ist es mit dem FK-Spiel? Kommen die Macher voran? Ja, gute Frage. Irgendwie wochenlang ist da erstmal gar nichts passiert. Jetzt hat man sich wieder irgendwie rangemacht, das Ganze irgendwie voranzutreiben. Was wäre dein Wunsch zu Weihnachten und was sind deine Vorsätze für 2012? Ja, also Weihnachten, also irgendwelche materiellen Wünsche habe ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass man ein ruhiges und besinnliches Fest hat. Das Weihnachten letztes Jahr war leider sehr traurig, weil vielleicht kurz vorher mein Vater gestorben war. Und deswegen hoffe ich einfach, dass dieses Jahr es ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest wird. 2012, ja, hoffe ich, dass ich gegen RTL vor Gericht gewinne, ne? Und ansonsten mal wieder so ein paar schöne Fantreffen machen und die 100. Folge hoffen wir, dass das mal eine richtig geile, schöne Live-Geschichte wird. Das wäre toll. Ja. Wie findest du Dieter Nuhr? Och ja, den finde ich immer noch
Der wird ja immer als Comedian mitbezeichnet. Der ist ja eigentlich mehr Kabarettist, ne? Ich finde den ganz... finde den ganz gut. Wie findest du das Ferntreffen nach der Gerichtsverhandlung in München? Wie fandest du das? Fand ich nett. War ja ein schönes Wetter, zum Glück. Warst du auch dabei? ET423? Ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht erinnern. Wir waren dann ja in dem Biergarten noch, da für ein paar Stunden. Das war ja sehr nett. Kannst du eine Sendung nennen, die noch existiert, aber so schlecht geworden ist, dass man sie nicht mehr sehen kann? Ich wollte jetzt erst extra drei sagen, aber so schlimm kann man es ja noch nicht bezeichnen. DSDS, ne? War ja meine Anfangszeit durchaus eine gute Idee. Mit den ganzen Themenshows, Big Band und so weiter. Mittlerweile ist es nur noch reines Lala-Gesinge und überall werden die Schicksale der Leute da ausgequetscht. Hast du die Folge vom Großen Preis mit dem James Bond-Thema? Nee, da hat mir das ZDF zurückgeschrieben, dass das Band angeblich nicht mehr kopierbar sei. Es sei zu kaputt und zu zerstört. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja, fand ich auch sehr schade. So lange gesucht, endlich habe ich das Datum gehabt und da schreiben die mir, sie können es mir nicht schicken, das Band sei angeblich zu porös und zu kaputt. Vielleicht haben die mir auch vom Namen einfach her erkannt und wollten es mir nicht geben. Ne? Kann auch sein. Wie fandest du Christoph Maria Herbst als Kommissar Kreuzer? Huch. Das fand ich ganz gut. Das war ja nur ein einziger Film bisher, aber es war sehr unterhaltsam. Mir gut gefallen. Helge Schneider. Ja, bin ich nicht so ein ganz großer Fan von gewesen. Also vor allem diese Filme von ihm. Also weiß ich nicht. Ende 2012, das ist bestimmt viel Arbeit für dich, da läuft dann geht morgen die Welt unter Sendung nach der anderen. Das kann gut sein, ja. Ah, du warst dabei, okay. Frauenquote, ja oder nein? Wo es nötig ist, sollte man sie auch einführen, ja. Aber so auf Krampf sollte man es nicht unbedingt immer machen, also. Weil das erste muss natürlich die Kompetenz sein und nicht das Geschlecht, ne? Und Quote natürlich auch für Männer. Nicht nur eine Frauenquote, sondern generell eine Quote. Das muss für Männer genauso gelten wie für Frauen. Warum bewertest du Remakes so großzügig? Auch wenn es durchaus gute gibt, Scarface, Ocean's 11, stehen sie doch im Prinzip nur für die Ideenarmut und Gier auf den schnellen Dollar der Hollywood-Studios. Würde ich jetzt bei Scarface nicht unbedingt sagen. Der ist ja nur auch schon von Anfang der 80er Jahre, ne? Bei heutigen Remakes hast du sicherlich recht, ja. Gib uns mal Uhrzeit und Datum, dann könnten wir nach der Bonds-Sache fragen, Holger. Da muss ich nochmal nachgucken, was genau das Datum war. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das war, ich glaube, 1985, oder wann soll das gewesen sein? Stimmt, da könnt ihr auch nochmal nachfragen. Vielleicht geben die euch ja das Ball. Das wäre natürlich ein Ding, ja. Findest du auch, dass TV Total früher wesentlich lustiger war? Ja, fand ich früher auch besser. Ja. Na, du bist ja schnell, Interplus. In 5 Minuten. Nicht schlecht. Die meisten Menschen auf dieser Welt sind Idioten. Siehst du das auch so? Nö. Will Posch eine neue Folge von der Hundemafia machen und berichtest du davon? Also mir ist nichts bekannt. Bei Frau Ehrendt ist keiner mehr aufgetaucht in den letzten Wochen. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. Was soll da auch noch kommen? Manche Remakes sind auch eine Hommage, ja.
Das stimmt, King Kong, ja. Wo hast du deinen schönsten Urlaub verbracht? Ich fand 2008 sehr schön. War das 2008? Ja, wo ich ja auch einen kleinen Reisebericht online gestellt habe. Rocky Mountains und San Francisco. Das war natürlich eine tolle Reise. Kannst du mit deinen Kontakten dafür sorgen, dass El Topo auf DVD rauskommt? Gibt's den nicht auf DVD? Ich dachte, den gibt's auf DVD. Solche Kontakte habe ich leider nicht. Tut mir leid. Was sagst du zu große Comedy Grand Prix? Habe ich ja noch nicht gesehen. Ich habe ja hier den Live-Talk gemacht. Wie soll ich was? Ich kann nichts dazu sagen bisher. Tut mir leid. Was machst du, wenn Marco Schreil eingemottet wird? Eine Flasche Champagner aufmachen? Keine Ahnung. Ich habe keine vorläufige Meinung, kann ich nicht abgeben. Ich kann nur was dazu sagen, was ich auch gesehen habe. Drehst du mal wieder Folgen von der Fernsehkritiker auf Reisen? Ja, wenn ich mal wieder auf Reisen bin, mache ich das gerne, ja. Bin ja nicht mehr, lange nicht mehr auf Reisen gewesen. Eine Traumreise mache ich gleich, glaube ich. Die Zeit ist reif. Oh, Mensch, Leute, es ist 5 Uhr. Ich würde sagen, langsam machen wir heute mal Feierabend. Es war wieder mal sehr anregend. Und ich hoffe, dass wir denn diesmal größere Teile des Chats auch retten konnten. Hat denn jemand aus das bis zum Ende jetzt mitgeschnitten alles? Ist jemand dabei? War jemand so fleißig? Das wäre schön. Ansonsten muss ich mal schauen, was ich selbst gerettet habe. So, also, gute Nacht.